Hallo und damit herzlich willkommen zum Infovideo für November. Ja, was gibt es Neues? Eine ganze Menge, muss ich gestehen. Wer hätte das gedacht? Denn nicht im, am 9. November ist es soweit. Da bin ich hier ein Jahr auf YouTube unterwegs und dann wird es auch mein Special, mein kleines Special. Erwartet jetzt nicht zu große Sachen. Es war ein erster Versuch oder ein zweiter Versuch. Einen Versuch, glaube ich, hatte ich schon mal mit Videoprogramm so ein bisschen was versucht auf die Beine zu bringen, so ein bisschen was zusammengeschnitten. Ja, freut euch drauf. Am 9. kommt es dann raus. Ich bin nämlich fast fertig, fehlt nicht mehr ganz viel und bis dahin schaffe ich das auf jeden Fall. Und ja, lasst dann einfach mal einen Kommentar darunter und wie es euch gefällt. Da bin ich nämlich ganz doll gespannt darauf, wie es so bei euch ankommen wird. Dann wird es auf jeden Fall an Let's Plays natürlich auch einige neue Projekte geben. Natürlich laufen die alten Sachen noch, ne? Edna bricht aus, Creativerse mit als Let's Play Together mit dem Daryl Ballista läuft auch noch. Und Wiggles natürlich, das sind so meine drei Hauptprojekte, die so momentan laufen. Silent Hill 3 dürfte hoffentlich dann abgeschlossen sein. Ich bin mir nicht so sicher. Wir haben auf jeden Fall jetzt, also Moment, heute ist der 29. Oktober, ne? Wo ich das hier gerade aufnehme. Und jetzt am Wochenende bin ich mit Vampy verabredet und da werden wir auf jeden Fall die letzten beiden Folgen nochmal aufnehmen und hoffentlich klappt es dann auch alles, sodass ihr dann auch endlich die letzten beiden Folgen zu sehen bekommt. Dann zu meinen neuen Projekten, die so geplant sind. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Nachfolger gefunden für Silent Hill 3. Es ist auch ein Horror-Game. Mit Facecam wird es wieder diesmal laufen. Und zwar, wenn alles klappt, wird es Cry of Fear sein. Ja, einige kennen es vielleicht, andere nicht. Freut euch einfach drauf. Es ist, ich habe es wie gesagt angetestet. Ich habe schon zwei Folgen aufgenommen, um halt zu testen, ob es funktioniert. Und ja, ich grusel mich, ich scheiß mir in die Hosen. So viel schon mal dazu. Ja, also freut euch drauf. Ich habe echt mächtig Spaß. Ich kann es kaum spielen. Ich habe, glaube ich, die ersten beiden Folgen schon echt mit Pausen zwischendurch aufgenommen, weil es nicht ging. Also es wird gruselig. Freut euch drauf. Wie gesagt, ja, bin auf eure Reaktion auch da sehr gespannt zu. Dann haben wir. Ja, wir, ihr hört richtig, ich und der gute Daryl Ballista. Wir haben jetzt noch ein neues kleines Projekt zusammen aufgenommen. Es wird ein Let's Play Together natürlich wieder sein. Ist ja klar, wenn wir es zusammen machen. Es ist ein Survival Game und zwar The Forest. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, es startet am 11., nicht am 11., am 5. November, am Donnerstag, wird gleichzeitig mit Creativerse immer kommen. Also immer donnerstags und sonntags. Und da sind wir auch schon sehr auf eure Reaktionen und Kommentare gespannt. Wäre also schön, wenn ihr da einfach mal ja, vorbeischaut. Wir hatten da auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ja, kann man so sagen. Ein bisschen Ärger auch, aber mehr Spaß als Ärger. Oder vielleicht beides. Keine Ahnung. Also freut euch einfach und ja, schaut einfach mal rein, wenn es on ist. Und dann, das sind so meine neuen Projekte auf jeden Fall. Also Cry of Fear und The Forest. Dann habe ich mich schon ein bisschen mit dem lieben, nein, mit dem lieben, mit dem verrückten Herrn Nagelfahr ein bisschen kurzgeschlossen. Und zwar haben wir so ein bisschen auch die Idee, was zusammen zu machen. Es wird allerdings kein Let's Play Together sein, sondern er wird ähnlich wie Vampy bei mir Gastkommentator sein. In einem Spiel, in einem Point-and-Click-Adventure. Wir haben es noch nicht probiert, noch nicht ausgetestet und so weiter. Wir müssen uns dann auch ein bisschen abkaspern, aber es wird jetzt im November losgehen. Also da werden wir auf jeden Fall uns irgendwie mal treffen zusammen sozusagen, also virtuell treffen und versuchen, was zusammen aufzunehmen. Mal gucken, ob das klappt und wenn es klappt, dann freut euch drauf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und auch total, ja, ich freue mich einfach total drauf und habe richtig Bock dazu, mit Nagelfahr was zu machen. Und ich hoffe wirklich, also drückt die Daumen, ja, drückt sie, damit es wirklich klappt. Das wäre echt, das wird, glaube ich, bestimmt auch ganz cool werden. Ja, seid ihr auf jeden Fall jetzt damit für November wieder reichlich eingedeckt mit neuen Sachen und an Infos jetzt sowieso. Und wie gesagt, ja, würde mich riesig freuen, wenn ihr bei den ganzen neuen Projekten, die laufen werden, jetzt im November mal vorbeischaut und einfach mal einen Kommentar dazu lasst, wie es euch gefällt oder was ihr anders machen würdet, was auch immer. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, habt Spaß mit meinen Videos und man liest sich vielleicht. Tschüss!